Er kam nie pünktlich zur Schule und immer zu spät zum Essen. Doch eines Tages kam er um Jahre zu früh. Marty McFly. Marty McFly hat einen Freund, einen guten Freund, bei dem er viele Stunden seiner Freizeit, aber auch seiner Schulzeit verbringt. Es ist der Erfinder Dr. Emmett Brown, ein zerstreutes Genie, immer auf der Suche nach der Lösung des Unmöglichen und immer begleitet von seinem Hund Einstein. Doc? Doc, sind Sie da? Einstein! Einstein! Hier sieht's ja aus wie bei Hempels unterm Sofa. Nix, wo ist denn jetzt das Telefon? Hallo? Marty, bist du's? Hi, Doc, wo sind Sie? Och, bin ich froh, dass ich dich erwische. Können wir uns heute Nacht um 1.15 Uhr vor dem Twin Pines Einkaufszentrum treffen? Ich habe was Außerordentliches entdeckt und brauche deine Hilfe. Moment mal, nicht so schnell. Um 1 Uhr nachts? Ja! Doc, was ist eigentlich los? Wo haben Sie die ganze Woche gesteckt? Ach, hab gearbeitet. Und wo ist Einstein? Ist der bei Ihnen? Ja, der sitzt hier neben mir. Wir sehen uns dann heute Nacht, vergiss nicht. 1.15 Uhr vorm Twin Pine Einkaufszentrum. Ist klar. Moment mal. Sind das meine Uhren, die ich da höre? Ja, es ist jetzt genau 8. Perfekt. Mein Experiment hat funktioniert. Die Uhren gehen alle genau 25 Minuten nach. Moment mal, einen Moment, Doc. Heißt das, es ist eigentlich 25 Minuten nach 8? Korrekt. Verdammt. Ich komme zu spät zur Schule. In der Schule wird Marty von seiner Freundin Jennifer Parker abgefangen. Oh, hi Jennifer. Oh, Marty, sei vorsichtig. Strickland sucht dich schon überall. Und wenn er dich erwischt, verpasst er dir deinen vierten Verweis. Jenny, diesmal war es wirklich nicht meine Schuld. Sämtliche Uhren von Doc gingen 25 Minuten nach. McFly? Oh, Mr. Strickland. Oh, hab ich mich erschrocken. Verstehe ich das richtig? Du treibst dich immer noch mit Dr. Emmett Brown herum, McFly? Ein Verweis für Sie, Miss Parker. Oh. Und einen für dich, McFly. Damit hast du jetzt den vierten. Wenn ich dir einen gut gemeinten Rat geben darf, junger Mann. Dieser sogenannte Dr. Brown ist gefährlich. Er ist total überdreht. Wenn du dich weiter mit ihm abgibst, wird es nochmal schlimm für dich enden. Oh ja, Sir. Du hast ganz offensichtlich die falsche Einstellung, McFly. Du bist eine Null. Du erinnerst mich an deinen Vater, als er hier bei uns war. Der war auch eine Null. Kann ich jetzt gehen, Mr. Strickland? Wie ich mitbekommen habe, nimmt deine Band heute nach der Schule an den Vorspielen teil. Gib dir keine Mühe, McFly. Du hast nicht die geringste Chance. Du schlägst zu sehr nach deinem Vater. Kein McFly hat es bisher in der Geschichte unseres Städtchens Hill Valley zu etwas gebracht. Tja, dann wird sich wohl die Geschichte ändern. Aber es kommt, wie Strickland es vorausgesagt hat. Marty hat nicht die geringste Chance. Jennifer holt ihn vom missglückten Vorspielen ab und versucht, ihn zu trösten. Marty, Damit ist klar, dass ich niemals irgendwo auftreten werde. Ach, Marty, eine Ablehnung ist nicht das Ende der Welt. Ich glaube, Musik machen ist doch nichts für mich. Aber Marty, du hast es drauf. Du bist echt gut. Und die Demokassette ist einfach super. Schick sie an eine Plattenfirma. Es ist genauso, wie Doc immer sagt. Ja, ich weiß. Man kann alles erreichen, wenn man sich nur richtig anstrengt. Genau, da ist durchaus was dran. Na schön. Okay, Jennifer. Aber was ist, wenn ich das Band einschicke und die nicht drauf abfahren? Wenn die sagen, ich bin nicht gut. Wenn die sagen, raus hier, Kleiner, du hast keine Zukunft. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich so eine Ablehnung ohne weiteres wegstecken kann. Oh Mann, jetzt höre ich mich schon an wie mein Alter. Ach komm schon, so schlimm ist er nun auch wieder nicht. Vergiss nicht, morgen Abend leiht er dir doch sogar seinen Wagen. Weiß deine Mutter eigentlich Bescheid? Ach, kein Quatsch. Meine Mutter denkt, ich zelte mit ein paar Kumpels. Na. Jennifer, meine Mutter würde ausrasten, wenn sie wüsste, dass wir beide zusammen wegfahren. Hm.
Und ich könnte mir wieder ihre Standardpredigt anhören, dass zu ihrer Zeit sowas überhaupt nicht drin gewesen wäre. Manchmal denke ich, die gute Frau ist als Nonne zur Welt gekommen. Ach, sie will nur, dass du ein anständiger Junge bleibst. Tja, da hat sie aber nicht viel Glück gehabt. Gott sei Dank. Rettet die Rathausuhr. Was? Die Rathausuhr muss gerettet werden. Bürgermeister Wilson ist Mitglied einer Initiative, die Rathausuhr erneuern will. Ach ja. Oh, vor 30 Jahren hat der Blitz da oben eingeschlagen. Und seitdem funktioniert die alte Uhr nicht mehr. Wir von der Gesellschaft für Denkmalpflege in Hill Valley wollen die Rathausuhr in ihrem jetzigen Zustand erhalten. Denn sie gehört zum historischen Stadtkern. Hier, auf dem Flugblatt steht alles genauestens drauf. Ja, schon gut. Hier, nehmen Sie. Vielen Dank. Rettet die Rathausuhr! Wo waren wir stehen geblieben? Ich zeig's dir. Jennifer! Oh, mein Vater. Natürlich. Also, ich muss los. Hier. Ich ruf dich heute Abend an! Als Marty nach Hause kommt, sieht er gerade noch, wie der Abschleppwagen ein völlig demoliertes Auto in die Einfahrt stellt. Und im Wohnzimmer rupft der selbstgefällige Biff mit George, Martys unsicherem Vater, ein Hühnchen. Das gibt es doch gar nicht. Da leihst du mir einfach deinen Wagen, ohne mich vorzuwarnen, dass er einen toten Winkel hat. Toten Winkel, aber... Ich hätte dabei draufgehen können, McFly. Ah, tja, Biff, ich habe gar nicht gemerkt, dass der Wagen einen toten Winkel hat. Solange ich ihn gefahren habe... Hallo, Marty. Hi. Bist du blind, McFly? Wie sonst willst du dir das Wrack da draußen erklären? Biff, kann ich davon ausgehen, dass deine Versicherung für den Schaden aufkommt? Meine Versicherung? Der Wagen gehört doch dir. Das zahlt deine Versicherung. Aber ich würde gern wissen, wer mir den Fleck auf meinem Jackett bezahlt. Mir ist das Bier ausgelaufen, als mir die Kiste unterm Hintern zusammengebrochen ist. Wer kommt für die Reinigung auf, hä? Und wo sind meine Berichte? Tja, die habe ich noch nicht fertig. Du musst wissen, ich habe gedacht, die müssten noch nicht fertig sein. McFly? Biff, bitte lass doch meine Krawatte los, Biff! Denk doch mal nach, McFly, hä? Du weißt doch, ich muss die Dinger erst noch abtippen lassen. Ist dir eigentlich klar, was passiert, wenn ich meine Berichte in deiner Handschrift abliefere? Ja, dann werde ich gefeuert. Du willst doch wohl nicht, dass das passiert, oder? Oder willst du das? Selbstverständlich nicht, Biff. Wie könnte ich sowas wollen? Pass auf, ich sag dir was. Ich mach die Berichte heute Nacht fertig und gleich morgen früh stehe ich damit bei dir in der Tür, okay? Aber nicht zu früh. Samstag schlafe ich länger. Hey, ich habe extra den Wagen für dich abschleppen lassen. Und alles, was du mir anbietest, ist ein dünnes Bier. Ich gehe dann jetzt. Und vergiss nicht, McFly, morgen früh. Oh Mann. Marty, ich weiß genau, was du sagen willst, Junge. Und du hast ganz recht. Du hast recht. Aber Biff ist nun mal mein Vorgesetzter. Vergiss das nicht. Tja, ich fürchte, ich sehe nicht besonders gut aus, wenn ich mich mit jemandem anlege. Es tut mir leid. Später sitzt Marty mit seinen Geschwistern und seinen Eltern beim Abendessen. Sei doch froh, dass es mit dem Vorspiel nicht geklappt hat, Marty. Und dann brauchst du dir jetzt wegen des Auftritts nicht den Kopf zu zerbrechen. Genau, Marty. Was willst du dir wegen so einer Sache den Kopf zerbrechen? Danke für den brüderlichen Rat. Leute, ihr könnt den Kuchen jetzt allein essen. Euer Onkel Joey hat wieder mal keine Bewährung bekommen. Wäre schön, wenn ihr ihm zum Trost ein paar Zeilen schreiben könntet. Dem alten Knastbruder Joey? Er ist dein Bruder, Mom. Genau. Schon schlimm genug, dass man überhaupt einen Onkel hat, der im Knast sitzt. Wir alle machen im Leben mal Fehler, Kinder. Verdammter Mist, ich bin spät dran, ich muss zur Arbeit. David, du sollst nicht fluchen. Komm her und gib deiner Mutter einen Kuss, bevor du gehst. Ja, ja, aber jetzt schnell, Mom. Ich verpasse meinen Bus, bis später. Hey, Marty, ich bin nicht dein Anrufbeantworter. Wieso? Während du vorhin flennend draußen vor dem Wagen gestanden hast, hat Jennifer Parker zweimal angerufen. Oh,
Ich mag sie nicht, Marty. Mädchen, die Jungs nachtelefonieren, bringen nur Ärger. Aber Mom, da ist doch nichts dabei, wenn man mal einen Jungen anruft. Genau. Ich finde das unmöglich, Mädchen, die Jungs nachlaufen. Als ich in eurem Alter war, habe ich keine Jungs angerufen oder habe knutschend mit ihnen im Auto gesessen. Wie soll man denn sonst einen brauchbaren Typen treffen? Hab Geduld, das kommt schon. So wie ich euren Vater getroffen habe. Ach, Mom, so ein Quatsch. Er ist Opa vors Auto gerannt. Ja, das war bestimmt Schicksal. Wie dem auch sei, wenn Großvater ihn nicht angefahren hätte, wäre jetzt keiner von euch auf der Welt. Ja, mag sein. Ich habe bloß nie verstanden, was Dad mitten auf der Straße gemacht hat. Was war's, George? Hast du Vögel beobachtet? Was, Lorraine? Was? Ja, wie dem auch sei. Euer Großvater hat ihn jedenfalls angefahren. Dann brachten wir ihn ins Haus. Ja, und er wirkte auf mich so hilflos, wie ein verlassenes Hundebaby. Da hat mir mein Herz gesagt, das ist der Richtige. Ja, Mom, wissen wir. Du hast uns die Geschichte schon 1000 Mal erzählt. Er hat dir leid getan, du hast dich entschlossen, mit ihm zum Ball zu gehen. Unsere erste Verabredung. Das werde ich nie vergessen. Das war die Nacht, in der dieses furchtbare Gewitter tobte. Weißt du noch, George? Wie? Auf der Tanzfläche hat mich euer Vater zum ersten Mal geküsst und fest in den Arm genommen. Und in dem Augenblick ist mir klar geworden, dass ich den Rest meines Lebens mit ihm verbringen werde. Marty hat sich nach dem Essen angezogen, aufs Bett gelegt und gelesen, aber schließlich sind ihm doch die Augen zugefallen. Was? Hallo? Marty! Du bist doch nicht eingeschlafen, oder? Aber nein, Doc! Nein, wie kommen Sie denn darauf? Hör zu! Da ist noch was ganz Wichtiges! Ich habe meine Videokamera vergessen! Kannst du noch schnell bei mir vorbeifahren und sie mitbringen? Ja, bin schon unterwegs! Kurz darauf erreicht Marty den riesigen verlassenen Parkplatz vor dem Twin Pine Einkaufszentrum. Da sieht er, wie Dr. Emmett Brown gerade ein Auto über eine Rampe aus seinem Sattelschlepper herausfährt. Doc, Marty, endlich bist du da. Ja. Hallo Einstein. Willkommen zu meinem neuesten Experiment. Das ist der Hammer. Darauf haben wir ein Leben lang gewartet. Sieh dir dieses Auto an. Oh, Wahnsinn. Das ist dein DeLorean. Aber was haben Sie damit gemacht? Du kriegst gleich auf alles eine Antwort. Fang an zu filmen. Okay, ich bin bereit. Kamera läuft. Ton ab. Guten Abend. Ich bin Dr. Emmett Brown. Ich stehe hier auf dem Parkplatz des Twin Pines Einkaufszentrums. Es ist Samstag, der 25. Oktober 1985, 1.18 Uhr morgens. Und wir beginnen mit dem Zeitexperiment Nummer 1. Einstein? Na komm, Einstein, mein Junge, rein mit dir in den Wagen. Schön Sitz. Anschnallen. So, ist brav. Marty, komm näher ran mit der Kamera. Auf die Uhren, auf die Uhren. Okay. Beachten Sie bitte diese beiden Uhren. Eine hat der Hund um den Hals, eine behalte ich in der Tasche. Die beiden Uhren laufen absolut synchron. Sehen Sie? Hast du das, Marty? Ja, alles klar, Doc. Okay. So, Einstein, gute Reise. Und wer fährt den DeLorean jetzt? Ich, mit dieser Fernsteuerung. Ernsthaft? Pass auf, Marty. Lass den Wagen nicht aus dem Objektiv der Kamera. Okay. Wenn meine Kalkulationen korrekt sind und dieses Baby 140 Kilometer pro Stunde fährt, dann kannst du einen super Knüller erleben. Achtung! Oh, er kommt ja direkt auf uns zu! Bleib stehen, Marty! Bleib stehen! Durch uns durchgefahren. Jetzt ist er weg.
Es hat geklappt! Was hab ich dir gesagt? Die zeitliche Verschiebung ereignete sich exakt morgens um 1.20 Uhr und 0 Sekunden. Einstein aufgelöst. Immer mit der Ruhe, Marty. Ich habe überhaupt nichts aufgelöst. Die molekulare Struktur sowohl Einsteins als auch des Wagens ist vollkommen intakt. Und wo zum Geier sind sie dann? Die angemessene Frage lautet, wann zum Geier sind sie? Ist dir denn nicht klar, dass Einstein gerade der erste Zeitreisende der Welt geworden ist? Ich habe ihn in die Zukunft geschickt. Eine Minute lang reist er in die Zukunft, um genau zu sein. Und präzise um 1.21 Uhr und 0 Sekunden kommt er mit der Zeitmaschine hier wieder an. Hey, Moment mal, Doc. Wollen Sie mir erzählen, Sie hätten eine Zeitmaschine gebaut? Aus einem DeLorean? Ja, weißt du, ich sehe das so. Wenn man schon eine Zeitmaschine in einen Wagen baut, dann bitteschön mit Stil. Und abgesehen davon, die rostfreie Stahlkonstruktion macht die Fluktionsdispersion... Achtung, Marty! Zur Seite! Donnerwetter. Sehen wir nach, wie es Einstein geht. Ah! Was ist denn? Heiß? Kalt! Der Wagen ist verdammt kalt! Nehmen Sie den Fuß! Einstein, du kleiner Teufel! Marty, die Kamera, die Kamera! Ja, läuft, läuft. Sehen Sie? Einsteins Uhr geht jetzt im Vergleich zu meiner Uhr genau eine Minute nach. Und sie funktioniert noch. Einstein ist völlig okay? Dem geht's prima. Und er ist sich gar nicht im Klaren darüber, was passiert ist. Für ihn hat die Reise nur einen Augenblick gedauert. Deshalb geht seine Uhr auch exakt um eine Minute nach. Er hat eine Minute übersprungen und ist sofort hier wieder eingetroffen. Komm mal her, Marty. Ich zeig dir, wie es funktioniert. Ja, gut. Pass auf. Du musst erstmal die Zeitleitung einschalten. Hier. Die Anzeige zeigt dir, wohin du fährst. Die hier zeigt, wo du bist. Und die hier, wo du warst. Tag, Monat, Jahr, Stunde, Minute. Aha. Hier oben musst du deine Zielzeit einprogrammieren. Nehmen wir mal an, du willst bei der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung dabei sein. 4. Juli 1776. Oder eine andere Sternstunde der Wissenschaft. Der 5. November 1955. 5. November 1955? Ja, da ist es passiert. Am 5. November 1955. Und was ist da passiert? An dem Tag habe ich die Zeitreisen erfunden. Ich erinnere mich noch lebhaft. Ich stand auf der Kloschüssel und wollte eine Uhr aufhängen. Der Rand des Beckens war nass. Ich rutschte ab und schlug hart mit dem Kopf auf. Als ich wieder zu mir kam, hatte ich eine Offenbarung, eine Vision. Ich hatte ein Bild in meinem Kopf. Ein Bild von diesem Kasten hier. Der Zeitreisen überhaupt erst möglich macht. Der Fluxkompensator. Fluxkompensator? Ich habe fast 30 Jahre und das ganze Erbe meiner Familie gebraucht, um diese Vision wahr werden zu lassen. So lange ist das her? Ja, seit damals hat sich hier einiges verändert. Ich erinnere mich noch, dass der ganze Parkplatz hier Ackerland war, soweit das Auge reichte. Dem alten Peabody hat das damals alles gehört. Doc, das ist ja alles fantastisch. Fährt der Wagen auch mit bleifreiem Benzin? Ach, dummerweise nicht. Er braucht schon was mit etwas mehr Kick. Plutonium. Plutonium? Moment mal, wollen Sie mir erzählen, die Kiste fährt mit Atomenergie? Nein, nein, diese Kiste fährt natürlich elektrisch. Aber ich brauche eine Atomreaktion für die Leistung von 1,21 Gigawatt, die nötig ist. Doc, man geht nicht einfach in den Laden an der Ecke und kauft eine Portion Plutonium. Haben Sie das geklaut? Psst, natürlich. Von einer Gruppe libyscher Nationalisten. Sie wollten, dass ich ihnen eine Bombe baue. Ich habe das Plutonium genommen und ihnen eine Bombe gegeben. Randvoll mit Schrott aus alten Flipperautomaten. Oh, ich halte es nicht aus. So, du kriegst jetzt einen Strahlenschutzanzug. Wir machen eine neue Füllung. Kurz darauf schieben Dr. Brown und Marty, beide jetzt im Strahlenschutzanzug, eine neue Ladung Plutonium in den Mini-Reaktor. Dann wird der Deckel wieder fest verschraubt. So, jetzt kann
kann nichts mehr schiefgehen. Ist alles mit Blei verkleidet. Vergiss nicht, immer zu filmen. Ich brauche das als Beweis. Ja, ja, ist dir klar. Oh, jetzt hätte ich beinahe mein Gepäck vergessen. Wer weiß, ob es in der Zukunft noch Baumwollunterwäsche gibt. Ich bin doch allergisch gegen Synthetics. In der Zukunft? Fahren Sie dahin? Allerdings, 25 Jahre in die Zukunft. Ich habe immer davon geträumt, einige Jahre zu überspringen, den Fortschritt der Menschheit zu sehen. Und ich werde auch erleben, wer in den nächsten 25 Jahren die Baseball-Endspiele gewinnt. Kamera ab! Kamera läuft! Ich, Dr. Emmett Brown, bin im Begriff, eine historische Reise anzutreten. Ach, wo habe ich nur meinen Kopf? Jetzt hätte ich beinahe vergessen, Plutonium mitzunehmen. Wie hätte ich da jemals wieder zurückkommen sollen? Eine Ladung für jeden Start. Ich muss verrückt sein. Was ist denn los, Einstein? Oh mein Gott, die haben mich gefunden. Ich weiß nicht wie, aber sie haben mich gefunden. Wer hat sie gefunden? Lauf um dein Leben, Marty! Wer denn, Doc? Na, was glaubst du wohl? Die Livia! Ich versuche, sie abzulenken. Doc, warten Sie! Marty erkennt, dass er Dr. Brown nicht mehr helfen kann. Er muss sein eigenes Leben retten. Mit einem Hechtsprung verschwindet er in dem DeLorean, zieht die Tür hinter sich zu, wirft die Maschine an und rast mit durchdrehenden Rädern davon. Doch die Libyer bleiben ihm auf den Fersen. Beim Schalten zündet Marty aus Versehen mit dem Ellenbogen den Fluxgenerator. Die Zielzeit steht immer noch auf 5. November 1955. Schneller und schneller rast Marty dahin, um seinen Verfolgern zu entkommen. Er durchbricht die 140-Kilometer-Marke und fauchend taucht der DeLorean in eine andere Zeit. Mitten auf einem Feld kommt der DeLorean zum Stehen. Marty hat keine Ahnung, wo er sich befindet. Das gesamte elektrische System des Wagens fällt aus. Keine Zündung, keine Anzeigen. Nachdem er den DeLorean in Deckung geschoben hat, macht er sich zu Fuß auf den Weg. 2 Meilen bis nach Hill Valley. In Hill Valley traut Marty seinen Augen nicht. Alles sieht so altertümlich aus. Die Autos, die Läden, die Mode, die Frisuren. Und die alte Rathausuhr, sie läuft. Da wirft neben Marty ein Mann seine Zeitung in den Papierkorb. Schnell hat der Junge sie wieder herausgefischt. Ein Blick auf das Datum genügt. 5. November 1955. Ich halte es nicht aus. Marty läuft in einen Imbiss an der Straße. Im Telefonbuch sucht er nach Dr. Emmett Brown. Und tatsächlich, der Wissenschaftler ist eingetragen. Nur ans Telefon geht er leider nicht, muss Marty feststellen, als er die Nummer wählt. Aber so leicht gibt der Junge nicht auf. Er wendet sich an den Mann hinter dem Tresen. Entschuldigung, wissen Sie vielleicht, wo ich den Riverside Drive finde? Willst du nicht vielleicht erstmal was bestellen, Kleiner? Wie? Ja, geben Sie mir eine Cola Light. Meinst du damit eine leichte Cola oder was? Na schön, dann geben Sie mir eine Pepsi ohne. Ohne zu bezahlen? Da bist du aber hier an der falschen Adresse, Freundchen. Geben Sie mir einfach irgendwas, wo kein Zucker drin ist, okay? Irgendwas ohne Zucker? Bitte sehr, ein Kaffee ohne Zucker. Hey, McFly, was hast du denn hier verloren? Biff? George McFly, ich rede mit dir, du irische Mistfliege. Sieht er nicht wieder niedlich aus? Ja, gleich fällt er vor Schreck vom Hocker, hä? Hallo, Biff. Hallo, Jungs. Wie läuft's denn so? Dad,
Hast du meine Schularbeiten fertig, McFly? Tja, weißt du, Biff, eigentlich dachte ich, die müssten nicht vor Montag. Hallo, McFly. Jemand zu Hause? Nicht doch immer auf den Kopf. Denk nach. Ich muss das doch alles noch abschreiben. Ist dir nicht klar, was mir blüht, wenn ich meine Schularbeiten in deiner Handschrift abliefer? Ich fliege achtkantig von der Schule. Und du willst doch nicht, dass sowas passiert, oder? Selbstverständlich nicht, Biff. Ich mach dir deine Schularbeiten heute Abend fertig und komm dann gleich morgen früh damit rübergeflitzt. Hey, aber nicht zu früh. Ich schlaf sonntags lange. Okay. Okay, natürlich nicht. Also, wenn ich das nächste Mal vorbeikomme, will ich dich hier nicht mehr sitzen sehen. Klar? Völlig klar, Biff. Okay, gehen wir. Stark. Völlig verblüfft starrt Marty den jungen Mann an, der neben ihm sitzt. Und der irgendwann einmal sein Vater werden soll. Was ist los? Du bist George McFly? Ja. Und wer bist du? Ich bin... George, warum lässt du dich von diesem Halbstarken immer so rumstoßen? Goldie, weil sie nun mal stärker sind als ich. Wehr dich, Mann. Wie willst du denn jemals Respekt vor dir selbst bekommen? Wenn du jetzt nichts unternimmst, werden diese Typen ein Leben lang auf dir rumtrampeln. Sieh mich an. Glaubst du, ich will den Rest meines Lebens in diesem Schuppen verbringen und Tisch abräumen? Pass auf, was du sagst, Goldie. Sir, ich mach was aus mir. Ich gehe auf die Abendschule. Und irgendwann werde ich es zu was bringen. Das stimmt, er wird Bürgermeister. Ja, ich werde... Gute Idee. Bürgermeister. Das wollte ich schon immer werden. Ich lasse mich zum Bürgermeister wählen. Ein farbiger Bürgermeister. Na, das fehlt uns gerade noch. Sie werden es noch erleben, Mister. Ich werde Bürgermeister. Ich werde der mächtigste Mann von Hill Valley. Dann mache ich daraus endlich mal eine saubere Stadt. Gut, dann kannst du ja schon mal mit dem Fußboden hier anfangen. Du weißt ja, wo der Besen steht. Bürgermeister Goldie Wilson. Klingt gut. Gefällt mir. Speculator, taking pictures with his eyes and registering everything. He's a slick chick. Während Goldie Wilson in seiner bevorstehenden politischen Karriere geschwelgt hat, ist George McFly unbemerkt aufgebrochen. Marty sieht ihn noch davon radeln und rennt hinterher. Ein paar Straßen weiter sieht Marty das Rad an einem Baum lehnen. Und dann entdeckt er auch seinen Vater. George McFly sitzt oben im Baum und beobachtet mit dem Fernglas ein Fenster, hinter dem sich gerade eine junge Frau umzieht. Mein Vater ist ein Spanner. Und kaum hat Marty diese Erkenntnis getroffen, trifft seinen Vater irgendwas anderes, denn er stürzt vom Baum mitten auf die Straße. Oh! Dad, pass auf das Auto! Ah! In letzter Sekunde stößt Marty seinen Vater zur Seite und wird selber angefahren. Um Himmels Willen, Stella. Stella, mir ist schon wieder einer von diesen Verrückten vor das Auto gerannt. Komm her, hilf mir, ihn reinzutragen. Und während sich George McFly schleunigst aus dem Staub macht, wird der ohnmächtige Marty ins Haus geschleppt. Irgendwann kommt Marty wieder zu sich. Um ihn herum ist alles dunkel. Mom? Bist du's? Schon gut. Beruhig dich. Du hast fast 9 Stunden geschlafen. Ja, ja. Was für ein Horrortrip. Ich habe geträumt, ich wäre zurück in die Vergangenheit gereist. Ja, ja.
bist du wieder im guten alten 1955. 1955? Hey, du bist meine Mom? Mein Name ist Lorraine. Lorraine Baines. Ja, aber du bist so... so dünn. Ganz ruhig, Kevin. Du hast eine ziemlich dicke Beule am Kopf. Ja. Hey, wo ist meine Hose? Da vorne. Auf meiner Aussteuerkommode. Ich habe noch nie in meinem Leben violette Unterhosen gesehen, Kevin. Kevin? Wieso nennst du mich andauernd Kevin? Na, aber so heißt du doch, oder? Das steht jedenfalls da auf deiner Unterhose. Wahrscheinlich nennen dich alle Kel. Nein, eigentlich nennt man mich... Man nennt mich Marty. Freut mich, dich kennenzulernen, Kevin. Marty. Lorraine! Bist du oben? Himmel, das ist meine Mutter. Schnell zieh deine Hosen wieder an. Das Essen ist fertig. Kurz darauf sitzt Marty mit der Familie des Mädchens beim Essen, das später einmal seine Mutter werden würde. Das ist unser neuer Fernseher, Marty. Papa hat ihn heute erst abgeholt. Habt ihr auch einen Fernseher? Tja, weißt du, wir haben zwei davon. Wow, dann müsst ihr aber reich sein. Oh, Milton, das sollte doch nur ein Scherz sein. Kein Mensch auf der Welt hat zwei Fernseher. Hey, den Film kenne ich, den habe ich schon mal gesehen. Was heißt, du hast ihn schon mal gesehen? Der Film ist brandneu. Nein, der lief bei uns als Wiederholung. Was ist eine Wiederholung? Das findest du schon noch raus. Wissen Sie, Marty, Sie kommen mir so bekannt vor. Kenne ich vielleicht Ihre Mutter? Ja, gut möglich, dass Sie sie kennen. Dann sollten wir Sie lieber anrufen. Ich möchte nicht, dass Sie sich ihretwegen Sorgen macht. Das geht nicht. Eigentlich ist niemand zu Hause. Oh. Sagen Sie, wissen Sie vielleicht, wo der Riverside Drive ist? Ja, ja, das ist am anderen Ende der Stadt. Kommt gleich hinter der Maple Street. Warten Sie mal, hinter der Maple Street kommt doch der John F. Kennedy Drive. Wer zum Teufel ist John F. Kennedy? Mutter, wenn Martys Eltern nicht in der Stadt sind, sollte er denn nicht lieber hier übernachten? Ich meine, schließlich hat Papa ihn beinahe totgefahren. Das stimmt, Marty. Vielleicht sollten Sie wirklich heute Nacht hier bleiben. Wir tragen doch eine Verantwortung für Sie. Also ehrlich, ich weiß nicht. Er könnte in meinem Zimmer schlafen. Ja, ich muss jetzt los. Ich muss gehen. Danke für alles. Ihr wart wunderbar. Ihr wart fantastisch. Wir sehen uns später. Viel später. Ein merkwürdiger junger Mann. Er ist ein Idiot. Kommt von der falschen Erziehung. Wahrscheinlich sind seine Eltern auch Idioten. Lorraine, wenn du jemals ein Kind hast, das sich so benimmt, enterbe ich dich. Er ist ein Traum, Junge. Marty läuft durch die Nacht und erreicht endlich 1640 Riverside Drive. Er klopft. Nach einem Augenblick öffnet Dr. Brown die Tür. Mit einer Beule an der Stirn und einem seltsamen Gestell auf dem Kopf. Doc? Doc? Sag kein Wort! Doc! Komm rein! Ich will deinen Namen nicht wissen! Ich will überhaupt nichts von dir wissen! Hören Sie, Doc, ich bin's, Marty! Kein Wort! Doc, Sie müssen mir helfen! Kein Wort! Mit dieser Maschine kann ich deine Gedanken lesen. Mal sehen. Du kommst von sehr weit her, habe ich recht? Ja, genau. Du willst mir ein Abonnement der Sunday Evening Post verkaufen? Nein. Kein Wort, kein Wort. Ich will nichts hören, sei still. Ja, jetzt weiß ich's. Du willst von mir eine Spende für die Förderung des Nachwuchses der Küstenwache, richtig? Falsch. Doc, ich komme aus der Zukunft. Ich bin mit einer Zeitmaschine hier, die Sie erfunden haben. Und ich brauche Ihre Hilfe, um wieder ins Jahr 1985 zurückzukommen. So? Kannst du dir vorstellen, was das bedeutet? Es bedeutet, dass dieser verdammte Gedankenleseapparat nicht funktioniert. Doc! 6 Monate für nichts. Doc, Sie müssen mir helfen.
Sie sind der Einzige, der weiß, wie Ihre Zeitmaschine funktioniert. Zeitmaschine? Ich habe keine Zeitmaschine erfunden. Okay, ich beweise es Ihnen. Hier, sehen Sie, das ist mein Führerschein. Gültig bis 1987. Und hier mein Geburtsdatum. Herrgott nochmal, ich bin noch gar nicht auf der Welt. Und hier dieses Foto. Mein Bruder, meine Schwester und ich. Ja? Sehen Sie sich das Sweatshirt an. Die Klasse von 1984. Ziemlich miese Fälschung. Sie müssen mir glauben, ich sage die Wahrheit, Doc. Dann sage mir, Junge aus der Zukunft, wer ist im Jahre 1985 Präsident der Vereinigten Staaten? Ronald Reagan. Ronald Reagan? Der Schauspieler? Und wer ist Vizepräsident? Jerry Lewis? Dann ist John Wayne wahrscheinlich Verteidigungsminister. Nein, warten Sie doch mal, Doc. Danke, aber mir reicht's für heute. Gute Nacht, Junge aus der Zukunft. Doc, die Beule an Ihrem Kopf. Ich weiß, wie das passiert ist. Sie haben es mir erzählt. Sie standen auf dem Klo und wollten eine Uhr aufhängen. Dann sind Sie ausgerutscht und mit dem Kopf aufgeschlagen. Als Sie wieder zu sich kamen, hatten Sie die Idee mit dem Fluxkompensator, der Reisen durch die Zeit überhaupt erst möglich macht. Das weißt du? Nachdem Dr. Brown nun endlich überzeugt ist, dass Marty die Wahrheit sagt, holen die beiden den DeLorean in die Werkstatt. Und Marty spielt dem Wissenschaftler das Videoband vor, das er während des Experiments aufgenommen hat. Guten Abend, ich bin Dr. Emmett Brown. Es funktioniert! Ja. Juhu! Das bin ja ich, der alte Mann! Oh, Gott sei Dank habe ich meine Haare noch. 1,21 Gigawatt. Wie soll man denn so viel Energie erzeugen? Das ist unmöglich. Das ist einfach unmöglich. Doch, wir brauchen nur ein bisschen Plutonium. Ja, ja, ich bin sicher. 1985 kann man Plutonium in jeder Apotheke kaufen. Aber 1955 kommt man sehr viel schwerer dran. Marty, es tut mir leid, aber ich fürchte, du bist hier gestrandet. Doc, hier gestrandet? Ich kann hier nicht stranden. Ich habe ein Leben. 1985. Ich habe ein Mädchen. Ist sie hübsch? Sie ist fantastisch. Sie ist ganz verrückt nach mir. Sehen Sie sich an, was sie mir hier auf das Flugblatt geschrieben hat. Hier. Ich liebe dich, Marty. Ich meine, das sagt doch alles. Doc, Sie sind meine einzige Hoffnung. Marty, tut mir wirklich leid, aber die einzige Energiequelle, die imstande ist, 1,21 Gigawatt Leistung zu erzeugen, ist ein Blitz. Was sagen Sie da? Ein Blitz! Es ist die einzige Möglichkeit. Leider weiß man nur nie, wann und wo er einschlagen wird. Wir wissen es. Sehen Sie sich das Flugblatt nochmal an. Es wird bald ein Blitz in die Rathausuhr einschlagen. Das ist es. Das ist die Antwort. Hier steht, dass am nächsten Samstag genau um 4:04 ein Blitz in die Rathausuhr einschlagen wird. Wenn es uns jetzt möglich wäre, die Energie dieses Blitzes in den Fluxkompensator abzuleiten, dann hätten wir eine Chance. Nächsten Samstagabend schicken wir dich zurück in die Zukunft. Okay, Samstagabend ist gut, ja. Dann kann ich mich noch eine Woche lang in dieser Zeit umsehen. Sie können mir alles zeigen. Marty, das kommt überhaupt nicht in Frage. Du kannst dieses Haus nicht verlassen. Du darfst keinen Menschen sehen und mit niemandem sprechen. Wenn du es doch tust, kann das schwerwiegende Konsequenzen für zukünftige Ereignisse haben. Verstehst du? Klar. Okay. Marty, hast du außer mit mir schon mit jemand Kontakt gehabt? Ja, es könnte möglich sein, dass mir meine Eltern über den Weg gelaufen sind. Ach, du Grundgütiger. Ist dir eigentlich klar, dass du die Zukunft veränderst, wenn du dich irgendwie einmischst? Zeig mir doch nochmal das Foto von deinen Geschwistern. Ha! Genau wie ich gedacht habe. Das beweist meine Theorie. Hier, sieh dir deinen Bruder an. Der Kopf ist weg. Als ob er ausradiert worden wäre. Ausradiert! Aus dem Leben! Dr. Brown weiß, dass keine Zeit zu verlieren ist. Am nächsten Morgen fährt er sofort mit Marty zur Schule von Hill Valley. Wow, die haben hier mal richtig renoviert. Sieht brandneu aus, die alte Penne. Also nach meiner Theorie hast du das erste Zusammentreffen deiner Eltern verhindert. Wenn sie sich nicht kennenlernen, verlieben sie sich nicht. Sie heiraten nicht und sie haben keine Kinder. Darum verschwindet dein älterer Bruder von dem Foto. Deine Schwester wird die Nächste sein und dann du. Ich muss das Ruder wieder rumwerfen. Genau. Also, welcher von den Typen ist dein Pop?
Der da drüben. Der gerade von den anderen geärgert wird. Er? Vielleicht bist du adoptiert. Was hat deine Mutter denn an dem gefunden? Ich weiß es nicht, Doc. Ich glaube, er hat ihr leid getan, weil ihr Vater ihn angefahren hat. Natürlich. Er hat ja mich angefahren. Ja, ja, das ist der Samariter-Effekt. Es passiert oft, dass sich Krankenschwestern in ihre Patienten verlieben. Jetzt aber ran, Martin. Okay. George? Ja? Hey, George, alter Junge. Weißt du noch, wer ich bin? Der Typ, der dir vor ein paar Tagen das Leben gerettet hat. Ah, ja. Gut, ich möchte dir jemanden vorstellen. Marty schleppt den verblüfften George durch das halbe Schulgebäude, bis er am Ziel ist. Lorraine? Calvin! Ja, Lorraine. Das ist ein guter Kumpel von mir, George McFly. Ist mir ein großes Vergnügen, dich kennenzulernen. Calvin, wie geht es deinem Kopf? Gut. Ich habe mir solche Sorgen gemacht, seit du gestern Abend verschwunden bist. Komm, Lorraine, wir müssen uns beeilen. Ist dieser Kerl denn nicht ein Traum, Junge? Doc, sie hat ihn überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Das ist ja viel schlimmer, als ich zuerst gedacht habe. Offensichtlich ist deine Mutter dabei, sich in dich zu verknallen, anstatt in deinen Vater. Wollen Sie damit sagen, meine Mutter ist scharf auf mich? So in etwa. Wie es aussieht, bringen wir die zwei nur zu einer vernünftigen Paarung zusammen, wenn sie allein sind. Also musst du deine Mutter und deinen Vater dazu kriegen, dass sie sich irgendwie gesellschaftlich... Meinen Sie sowas wie eine Verabredung? Genau. Was für eine Verabredung? Was treiben die Kids in den 50ern? Sind doch deine Eltern. Du musst sie doch kennen. Was haben sie für gemeinsame Interessen? Was machen sie am liebsten zusammen? Gar nichts. Sieh mal da, das Plakat. Da wird so ein rhythmisches Ritual zelebriert. Natürlich, der große Ball. Da müssen sie unbedingt hin. Da küssen sie sich zum ersten Mal. Also gut, Junge. Häng dich deinem Vater an die Fersen. Sorg dafür, dass er sie zu diesem Ball einlädt. In der Kantine der Schule findet Marty seinen zukünftigen Vater schließlich wieder. Hey, George! Erinnerst du dich noch an das Mädchen, das ich dir vorhin vorgestellt habe? Da drüben sitzt sie. Ja? Sag mal, was schreibst du da? Kurzgeschichten. Science-Fiction-Geschichten über Besucher, die vorübergehend von anderen Planeten auf der Erde landen. Erzähl keinen Quatsch. Ich wusste ja gar nicht, dass du sowas Kreatives drauf hast. Lass mich mal sehen. Oh, nein, nein, nein. Ich habe noch nie jemanden meine Geschichten lesen lassen. Warum nicht? Was ist, wenn sie niemandem gefallen? Was ist, wenn man mir sagt, sie sind nicht gut? Ich glaube, sowas ist sehr schwer zu verkraften. Was ich sagen wollte, es geht um Lorraine. Sie ist ganz wild auf dich. Sie hat mir gesagt, ich soll dir sagen, dass du sie unbedingt am Samstag zum Ball einladen sollst. Wirklich? Na klar. Du brauchst nur rüberzugehen und sie zu fragen. Was? Gleich hier? Wo so viele Leute dabei sind? Was ist, wenn sie Nein sagt? Ich weiß nicht, ob ich so eine Ablehnung einfach wegstecken kann. Außerdem sieht das Ganze aus, als würde sie lieber mit einem anderen gehen. Mit wem? Mit Biff. Was? George, ich sag dir, wenn du Lorraine nicht bittest, mit dir zum Ball zu gehen, werde ich das für den Rest meines Lebens bereuen. Aber ich kann nicht zum Ball gehen. Dann verpasse ich nämlich meine Lieblingsfernsehsendung Science-Fiction-Theater. Aber Lorraine ist ganz scharf darauf, dass du mit ihr gehst. Gib ihr eine Chance. Sieh mal, es ist nicht meine Sache, mit Lorraine tanzen zu gehen. Und weder dir noch jemand anders auf diesem Planeten wird es gelingen, mich umzustimmen. Ich muss jetzt gehen. Science-Fiction-Theater. Genau. In der folgenden Nacht erscheint in George McFlys Zimmer plötzlich eine unheimliche Gestalt in einem Raumfahreranzug. Oh! Wer bist du? Schweig, Erdenmensch! Mein Name ist
Darth Vader! Ich bin ein Außerirdischer vom Planeten Vulcan! Marty und George begegnen sich am nächsten Morgen beim Rathausplatz. Marty? Marty? Hey, George, alter Junge. Du warst nicht in der Schule. Was hast du den ganzen Tag gemacht? Ich hab verschlafen. Hör mal, ich brauche deine Hilfe. Ich muss Lorraine einladen, aber ich weiß nicht wie. Okay, hör zu. Nur die Ruhe. Sie ist da drüben im Café. Warum hast du deine Meinung geändert? Letzte Nacht ist Darth Vader vom Planeten Vulkan zu mir gekommen und hat gesagt, wenn ich Lorraine nicht einlade, würde er mir das Gehirn wegschmelzen. Ah. Okay. Da drüben ist Lorraine. Jetzt gehst du einfach rein, bleibst ganz locker und sprichst sie an. Was soll ich denn sagen? Sag irgendwas, was dir gerade einfällt. Mir fällt nichts ein. Ach, Herrgott, George, es ist ein Wunder, dass ich überhaupt geboren worden bin. Was? Was? Schon gut, schon gut. Sag ihr einfach, das Schicksal hätte euch zusammengeführt. Sag ihr, du seist verrückt nach ihr und sie hätte die hübschesten Augen der Welt. Mädchen stehen auf sowas. Was machst du denn da, George? Ich schreibe es mir auf. Das klingt sehr gut. Okay, George, gehen wir. Los jetzt! Lorraine, mein Rikscha hat mich zu dir geparkt. Was ich damit sagen wollte... Hey, sag mal, kenne ich dich nicht von irgendwoher? Ja? Ja, ich bin George. George McFly. Ich bin dein Rikscha. Ich meine, dein Schicksal. Oh. Hey, McFly! Hatte ich dir nicht gesagt, du sollst mich hier nicht mehr blicken lassen? Das wird dich einiges kosten. Wie viel Geld hast du dabei? Wie viel willst du denn haben, Biff? Ah, wollen mal sehen. Marty sieht seinen ganzen Plan in Gefahr und stellt Biff kurzerhand ein Bein. So dumm, Milchgesicht. Hey, Biff, guck mal da! Wo? Und dann sucht Marty das Weite, während Lorraine ihm verzückt nachstarrt. Marty läuft zum Haus von Dr. Brown. Der Wissenschaftler sieht sich gerade zum x-ten Mal das Video des Experiments von 1985 an. Oh mein Gott, die haben mich gefunden. Ich weiß nicht wie, aber sie haben mich gefunden. Wer hat sie gefunden? Lauf um dein Leben, Marty! Wer denn, Doc? Na, was glaubst du? Hallo, Marty! Ich hab dich gar nicht kommen hören. Das ist schon ein tolles Ding, dieses Videogerät. Hören Sie, Doc, etwas habe ich Ihnen noch nicht erzählt über die Nacht, in der ich das Band gedreht habe. Bitte, Marty, erzähl mir nichts davon. Kein Mensch sollte sein Schicksal kennen. Doc, Sie verstehen das nicht richtig. Ich verstehe sehr wohl. Wenn ich zu viel von meiner Zukunft weiß, könnte das meine Existenz gefährden. Genauso wie deine am seidenen Faden hängt. Sie haben recht. Gut, dann zeige ich dir jetzt hier am Modell, wie wir dich wieder nach Hause bringen. Es ist etwas improvisiert. Ich hatte nicht genug Zeit, das Maßstab gerecht aufzubauen und auch noch anzumalen. Es ist toll. Danke, 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 danke. Wir befestigen also ein Kabel, was die Spannung aushält, oberhalb der Rathausuhr. Das läuft dann hier runter und wird zwischen den beiden Laternenpfählen gespannt. Mhm. Dann rüsten wir die Zeitmaschine mit einer Stange und einem Haken daran aus, die direkt mit dem Fluxkompensator verbunden ist. Aha. Genau im richtigen Moment fährst du die Straße runter mit 140 Sachen. Um exakt 22 Uhr und 4 Minuten wird der Blitz in die Rathausuhr einschlagen. Die Energie rast durch das Kabel bis in den Haken, der es in diesem Moment berührt. Und von dort in den Fluxkompensator. Und dann landest du wieder im Jahr 1985. Meinen Sie wirklich, das klappt, Doc? Keine Sorge. Ich kümmere mich um den Blitz. Du kümmerst dich um deinen Dad. Wie ist es überhaupt gelaufen? Hat es sie gefragt? Na, ich denke ja. Und was hat sie gesagt? Wer ist das? Deine Mom! Sie ist dir gefolgt! Was? Schnell! Wir müssen die Zeitmaschine zudecken.
Hastig decken die beiden den DeLorean mit allem ab, was sie finden können. Dann lässt Marty Lorraine herein. Hallo, Marty. Mom, Lorraine, woher weißt du, dass ich hier bin? Ich bin dir gefolgt. Guten Tag. Oh, das ist mein, Doc, Onkel Doc Brown. Hallo. Marty, hör mal, vielleicht ist das ein bisschen vorwitzig von mir, aber ich habe mich gefragt, ob du nicht mit mir auf den Ball gehen willst am Samstag. Du meinst, es hat dich noch niemand anderes gefragt? Nein, noch nicht. Was ist mit George? George McFly? Ja, er ist ganz süß und so, aber ich finde, ein Mann sollte stark sein, damit er sich durchsetzen und die Frau beschützen kann, die er liebt. Findest du nicht? Ja, sicher. Und damit hat Lorraine Marty das Stichwort gegeben. Mit George entwickelt er einen Plan. Am Abend des Balls, gegen 9 Uhr, will Marty mit Lorraine draußen auf dem Parkplatz im Auto sitzen und zudringlich werden. Und George soll Lorraine zur Hilfe kommen. Alles wird genau besprochen. Als der Samstagabend da ist, hat Marty noch einen wichtigen Brief an Doc Brown geschrieben. Lieber Doc Brown, am Tag meiner Reise in die Vergangenheit werden Sie von Terroristen erschossen. Bitte treffen Sie alle nötigen Vorsichtsmaßnahmen, um diesen gemeinen Mordanschlag zu verhindern. Ihr Freund Marty. Dann holt Marty Lorraine mit dem Auto ab. Hast du was dagegen, wenn wir hier ein bisschen parken? Tolle Idee. Ich parke sehr gern. Hä? Marty, ich bin fast 18 Jahre alt. Du musst nicht glauben, dass ich noch nie geparkt hätte. Was? Marty, du scheinst so nervös zu sein. Stimmt das nicht? Nein, ist alles in Ordnung. Willst du auch einen Schluck? Lorraine, was tust du da? Ich habe sie aus dem eisernen Vorrat meiner Mutter geklaut. Ja, aber du solltest nicht trinken. Warum nicht? Du könntest es eines Tages bereuen. Marty, sei nicht so spießig. Jeder, der was auf sich hält, trinkt. Was? Und rauchen tust du auch? Marty, langsam klingst du wie meine Mutter. Was ist los mit dir? Lorraine, bist du schon mal in einer Situation gewesen, dass du wusstest, was zu tun ist, aber nicht wusstest, ob du es durchziehen kannst? So wie bei einem ersten Rendezvous? So ungefähr. Ich glaube, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja? Weißt du, was ich in solchen Situationen mache? Was? Ich mache mir einfach keine Gedanken. Hey! Irgendwas stimmt hier nicht. Ich weiß nicht, was es ist, aber wenn ich dich küsse, habe ich das Gefühl, ich würde meinen Bruder küssen. Irgendwie ist das doch Blödsinn. Glaub mir, es ist absolut kein Blödsinn. Da kommt jemand. Endlich. Endlich hab ich dich, du Milchgesicht. Biff, was machst du denn hier? Dir den Hals umdrehen. Komm raus da! Hey! Lass ihn los, Biff, du bist doch betrunken. Hey, Jungs, kümmert euch mal um die Schmeißfliege hier. Ich kümmere mich ein bisschen um Lorraine. Komm, der kriegt eine Abreihe. Ja, schmeiß ihn ins Müll. Was soll denn das? Hey, das ist aber gut. Loslassen! Nein, lass mich! Lass mich in Ruhe! Geh dich doch nicht so an. Komm schon her. Nein, Biff, nein! Lass deine dreckigen Finger von ihr, du Hund! Was? Biff? George, bitte hilf mir! Hau ab, McFly! Bist du taub, McFly? Mach die Tür zu und verschwinde! George! Okay. Wer nicht hören will, muss fühlen. Jetzt werde ich dir mal zeigen. George, du hast den K.O. geschlagen. Bist du okay, Lorraine? Ja, George. Willst du nicht mit mir zum Ball gehen, George? Ich? Ja, natürlich gern. Nachdem Marty wieder aus dem Müll geklettert ist, läuft er so schnell er kann zum Rathausplatz. Dort wird er schon erwartet. Überhaupt kein Zeitgefühl. Sorry, aber die Dinge liefen etwas unerwartet. Was ist mit deinen Eltern? Ich glaube, sie sind gerade dabei, sich zu verlieben.
Dein Bruder auf dem Foto erscheint langsam wieder. Sehr gut. Wir müssen deine Ankunftszeit einstellen. Wir schicken dich genau zur gleichen Zeit wieder zurück, als wenn du nie fort gewesen bist. Wenn dieser Wecker hier klingelt, ich stelle ihn dir aufs Armaturenbrett. Trittst du das Gaspedal voll durch. Okay. Ich glaube, das wäre alles. Danke, Doc. Wir sehen uns ungefähr in 30 Jahren wieder. Ich hoffe es. Keine Angst. Wenn du das Kabel mit dem Haken bei 140 Kilometern in der Stunde triffst, wenn der Blitz gerade in den Turm einschlägt, kann nichts schiefgehen. Kleinigkeit. Hier, nehmen Sie den Umschlag. Erst 1985 öffnen? Was soll denn das bedeuten? In 30 Jahren finden Sie es raus. Es geht um meine Zukunft, nicht wahr? Ich habe dich gewarnt, Marty. Ich will das nicht. Die Konsequenzen könnten katastrophal sein. Das ist ein Risiko, das Sie eingehen müssen. Ihr Leben hängt davon ab. Nein, die Verantwortung will ich nicht tragen. Doc! Los, setz dich in den Wagen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Doc, Sie müssen aufpassen. Die Terroristen... Was ist? Ich kann dich nicht verstehen. In den Wagen mit dir. Du darfst deine einzige Chance nicht verpassen. Marty sieht es endlich ein, springt in den DeLorean und zieht die Tür hinter sich zu. Doc... Doch nur ein bisschen mehr Zeit hätte. Moment mal. Ich habe alle Zeit, die ich brauche. Ich habe die Zeitmaschine. Ich stelle meine Ankunftszeit einfach etwas früher ein, vor dem Mord. 10 Minuten müssten reichen. Okay. Fluxkompensator ein. Motor ein. Oh nein, nur das jetzt nicht. Komm schon. Es geht los. Schneller. Das Kabel. Ja! Mit Getöse rast Marty durch die Zeit ins Jahr 1985. Doch zu spät. Auf dem großen Parkplatz vor dem Einkaufszentrum kann er nur wieder hilflos den feigen Mord an Doc Brown mit ansehen. Kaum sind die Terroristen verschwunden, läuft er zu Doc Brown, der leblos am Boden liegt. Doc! Oh, verdammt, Doc! Oh. Haben Sie bloß den Brief zerrissen? Hallo, Marty! Sie leben? Kugelsichere Westen können manchmal das Leben entscheidend verlängern. Aber woher haben Sie es gewusst? Ich konnte ihn doch nicht mehr... Der Brief! Ich habe die Fetzen wieder zusammengesucht. Ah. Und was ist mit dem großen Wort vom Lauf der Zeit, in den man sich auf keinen Fall einmischen darf? Ach, weißt du, ich habe gedacht, was soll's? Schließlich wollte ich auch noch etwas von meiner Erfindung haben. In die Zukunft reisen will ich. Wie weit? Oh, ich dachte so an 30 Jahre. 2015. Besuchen Sie mich? Mache ich. Ich werde dann 47 sein. Und passen Sie auf sich auf. Während Doc Brown zu seiner Reise in eine neue Welt aufbricht, macht sich Marty auf den Weg nach Hause. Doch was ihn dort erwartet, macht ihn völlig fassungslos. Seine Mutter und sein Vater kommen gerade vom Tennis. Das Spiel müssen wir aber wiederholen. Warum? Hast du geschummelt? Hallo Marty, hast du wieder in deinen Sachen geschlafen? Ihr seht ja toll aus. Aber Marty, deine Mutter sieht doch immer toll aus. Mom, du bist so schlank. Danke, Marty. Hallo, Leute. Ich muss gleich in die Boutique. Linda! Ach, Marty,
Beinahe hätte ich es vergessen. Jennifer Parker hat angerufen. Oh, Marty, ich mag das Mädchen sehr. Sie ist ganz süß. Habt ihr heute Abend nicht eure große Verabredung? Wie? Na, ihr fahrt doch zum See. Du planst das doch seit 2 Wochen. Klar. Aber wie sollen wir das machen? Der Wagen ist doch Schrott. Schrott? Wie kommst du denn darauf? Biff wachst ihn doch gerade draußen ein, damit er schön glänzt, wenn du mit deinem Mädchen losfährst. Biff? Wachst deinen Wagen? Ja, aber du weißt doch, dass Biff sich immer über ein paar kleine Jobs freut. Warum soll ich ihm denn den Gefallen nicht tun? Mr. McFly, dieses Paket ist gerade für Sie gekommen. Das sind sicher die Belegexemplare von deinem neuen Buch. Ach, Marty. Hier sind die Schlüssel. Ich habe den Wagen noch mal ganz durchgesehen, damit du keine Panne hast bei deinem Ausflug. Sieh ihn dir selbst an. Ein Cabrio. Ist alles in Ordnung? Das hast du toll gemacht, Biff. Danke, Marty. Mann, oh Mann. Wie wär's mit einer Spazierfahrt, Mister? Jennifer, ich wusste schon gar nicht mehr, wie du aussiehst. Lass dich mal ansehen. Marty, nun tu doch nicht so, als hättest du mich eine Woche lang nicht gesehen. Hab ich auch nicht. Hey, alles klar? Alles in Ordnung mit dir? Oh ja. Das ist alles echt toll. Was ist das denn? Was machen Sie hier? Wie sehen Sie aus? Marty, du musst mit mir zurückkommen. Wohin? Zurück in die Zukunft. Wo stehen eure Mülltonnen? Da drüben, aber... Moment mal, was soll denn das werden doch? Ich brauche Kraftstoff. Sie fahren mit Müll? Ja, womit denn sonst? Marty, worauf wartest du? Schnell, steig ein! Nein, Doc. Ich bin gerade erst angekommen, okay? Jennifer und ich wollen mit dem neuen Wagen eine Spritztour machen. Na gut, nehmen wir sie mit. Sie betrifft das genauso. Immer langsam, Doc. Wovon sprechen Sie? Was passiert mit uns in der Zukunft? Werden wir da alle Idioten oder sowas in der Richtung? Oh nein, Marty. Ihr beide, du und Jennifer, ihr seid okay. Es sind eure Kinder, Marty. Wir müssen was für eure Kinder tun. Unsere Kinder? Also steigt endlich ein. Komm, steig ein, Jennifer. Wir sollten lieber ein Stück zurücksetzen. Auf der Straße hier schaffen wir sonst nie die 140. Straße? Haha! Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen!